Freiheit bedeutet für mich, dass ich machen kann, was ich will. Und dass man nicht irgendwo eingesperrt wird. Dass ich selbst mein Leben bestimmen kann. Und nicht von anderen geleitet wird. Dass man selber handeln darf. Und dass man sich vor niemanden verstellen muss. Also dass man einfach mit Freunden draußen ist. Dass man keinen hat, der genau sagt, was man machen muss. Und dass man keine Sorgen hat. Feeling free and can do whatever I want. Freiheit bedeutet für mich Leben und dass ich am Leben sein kann. Wenn ich eine Sache darf, die eine andere Person nicht darf. Halt, dass man etwas machen kann, ohne beschimpft wird zum Beispiel oder so. Bedeutet für mich, dass ich draußen sein kann, in der Natur und kein Handy, gar nichts dabei haben kann und einfach meine Ruhe habe. Dass man sich nicht von einer anderen Person halt eingeschränkt fühlt. Dass ich nicht gefangen werde, also dass ich nicht gezwungen werde für andere Sachen. Boah, das würde für mich bedeuten, dass ich sehr allein bin, also sehr einsam. Das würde ich nicht gerne sein. Weggesperrt sein bedeutet für mich Freiheitsberaubung. Oder halt noch viel schlimmer, den ganzen Tag alleine in meinem Zimmer und so gar keine sozialen Kontakte hätte. Einsamkeit und halt ohne Rechte. Nicht die Freiheit zu haben, meine eigene Meinung zu sagen. Angst haben, dass man in einem Raum eingesperrt ist und andere Leute wegzusperren, obwohl die nichts getan haben oder dass ich halt irgendwie von anderen Menschen ausgeschlossen werde. Wütend und traurig. Nicht in Freiheit leben zu können, solange man nichts verbrochen hat. Bedrängt zu sein oder man wird ignoriert von sämtlichen Menschen. Man darf nicht mit anderen Kontakt haben. Was eingeengt ist. Und dann man Hilfe braucht, aber keiner kommt. Weggesperrt sein bedeutet für mich, dass man nicht die Freiheit in ein paar Sachen hat. Also wegsperren ist ja ein starkes Wort und für mich heißt wegsperren, man sieht das Außenlicht zum Beispiel nie wieder. Man sieht nur die gleichen vier Wände. Und für mich heißt das auch gleichzeitig, dass man auch keinen Kontakt zur Außenwelt hat, zu Freunden oder zu sonstigen Personen.